So, herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Gibt es in Zukunft noch Geschäftslokale? Ich bin wirklich verwundert, dass so viele hier Platz gefunden haben. Ich habe eigentlich eine Frau bestellt, dass wir nicht das eine sitzen haben, aber jetzt bin ich wirklich überrascht, dass so viele sich dafür interessieren. Herzlich willkommen. Gibt es in Zukunft noch Geschäftslokale? Das ist unser Thema. Wobei, ihr seid tolle Elektroniker. Erwartet euch nicht, dass wir über die digitale Zukunft reden, weil für die digitale Zukunft brauche ich nicht wirklich ein Geschäftslokal. Das Lokal brauche ich, wenn ich irgendwas angreifen will und über den Ladentisch verkaufen möchte. Weil die digitale Zukunft ist schon eine klare Sache. Ja, selbstverständlich, das würde es sowieso geben, da würde man keinen Vortrag halten brauchen. Weil das ist die Zukunft. Nur fürs digitale Geschäft kann ich das vom Schlafzimmer aus auch machen mit dem Laptop. Da brauche ich kein Geschäftslokal. Es gibt heute uns Geschäftslokal. So, ich werde noch meine Assistentin vorstellen, die Sonja Schnatzer. Sie ist dazu da, um meine fehlenden Worte zu finden, wenn ich sie verloren habe. Und Knopf drücken. Und sie ist die technische Assistentin auch. Sie hat den Vortrag zusammengestellt und sie weiß über unsere Firma besseres Bescheid. Da sieht man dann auch noch. Ich muss da weggehen, weil sie ist da weg, ne? Okay. Sie weiß bestens Bescheid über unser Tun und Haben, was wir tun. Ihr seht das noch auf einem Bild an. So, fangen wir an. Achso, nein, bevor wir anfangen, müssen wir auf alle Fälle ein Bild machen. Erst kommt noch mal kurz der Inhalt. Genau, der Inhalt. Okay. Deswegen ist sie da. Wenn ich jetzt nicht erwartet, ist meine Worte verliert. Da ist der Inhalt. Die Themen, das war einmal, verhandeln wir ab, dann die Voraussetzungen für die zukünftigen Geschäftslokale. Was muss man verbessern? Und Kassengeschäft der Zukunft. Welche Zukunft haben Kassenlokale? Wir sitzen jetzt zusammen und machen uns Gedanken über die Zukunft. Und das Ganze, bevor wir anfangen, machen wir jetzt noch ein Bild. Nur herein. Wir machen gerade eine Pause. Das ist. So, Bilder haben wir jetzt, glaube ich, genug gemacht, weil dasselbe Bild, nein, nicht dasselbe, aber in der ähnlichen Form, dieses Bild zum Thema hat man am 19. Juni, ich weiß das ganz genau, am 19. Juni, nicht, dass er dabei war, 1905 gemacht. Und zwar haben sich die Herrschaften da zusammengefunden. Die Herren Weber werfen von hinten rein, oder? Ja, Problem. Genau. Haben sich zusammengefunden, zusammengefunden und haben diskutiert, wird es in Zukunft noch genügend Pferdeparkplätze geben. So, da sieht man das Pferd, ein bisschen schlecht, darum erkläre ich es natürlich das Bild. Das, diese Holzstangen da, das sind die Pferdeparkplätze. Und da sieht man sie auch. Da und da sind drei, vier Reihen, da hat es eine ganze Menge Pferdeparkplätze gegeben. Und die haben sich Sorgen gemacht, wird es in Zukunft diese noch geben. So. Und ob es diese in Zukunft geben wird, gibt es ganz einfach eine Information dazu. Es ist ein bisschen, wenn Sie es nicht verstehen, ist es wurscht. Es gibt den Sinn. Yo,
Bürgermeister gefragt, wenn hier also Bürger mit dem Pferd im Seitenrathaus besuchen, wo sie in der Zeit dann das Pferd abstellen dürfen. Und so muss der Bürgermeister von Georgsmarienhütte den dramatischen Parkplatznot seiner reitenden Bevölkerung ins Auge blicken. Meine erste Reaktion ist wie bei jeder Eingang von Bürgern, die mich zunehmend über E-Mail erreicht. Dieser Wunsch, eine Sache, die du so bislang noch nicht registriert hast, noch nicht wahrgenommen, noch nicht gehört hast. Aber wartet hat schon eine Lösung für das gottverdammte Pferdeparkplatzproblem. Denkbar wäre eben, dass über städtische Bauern gewidmet wird, solange der geschädigt wird, dass dort Pferde angeboten werden würden. Denkbar wäre auch, dass der Bürgermeister auf eine andere Idee kommt, zum Beispiel an der Rathauswand einen Haken anbringt. Ja, denkbar wäre vieles. Auch ein eigener Marschplatz für das Ross am Rathaus. Während die dann 2099 danach diskutieren, wird es in Zukunft noch ein Geschäftslokal geben. Ich weiß nicht, ob man das eins zu eins umsetzen kann, aber von der Thematik her, ja. Die haben seinerzeit das Problem gehabt, wir haben heute auch ein Problem, dass die Geschäftslokale immer wieder kleiner werden, Zusperrung, wir vor Anschlägen stehen. Ja, es ist ja so. Gehen wir jetzt hinüber zu den Voraussetzungen. Wir behandeln eben die Betriebskosten, die Lage, das Produkt, Personal und Ausbildung, Onlinehandel, die Gesetze, was meiner Meinung nach, da habe ich dann meine blutdrucksenkenden Mittel mit, vorsichtshalber, die Gesetze sind Horror, dann Kauferlebnis und die Wechselfolie bitte. So, Betriebskosten. Wir sind jetzt bei den Betriebskosten, Geschäftslokal wirtschaftlich betrachtet. Wir haben ein Geschäftslokal, in guter Lage, 70 Quadratmeter angenommen einmal, mindestens 15 Euro pro Quadratmeter sind 1050 Euro. Ein bis zwei Angestellte, ja, da kann man es auch diskutieren, ein Angestellter und der Chef vielleicht selbst, wie auch immer, auch der will natürlich was verdienen dabei, einer kostet 1500 brutto, ergibt 3000 Euro. Die hohen Nebenkosten, das sehen wir dann noch später, was das einzelne Personal dann, wie sich das aufschlüsselt. Auch Horror, also nochmals 3000, dann Strom, Heizung, Telefon, das ist eine sehr grobe Überschlagsrechnung. Aus der Praxis, weil ich selbst 30 Jahre ein Geschäft hatte und habe noch, haben wir da mal 7550 Euro. So, das müsste mal reinkommen. Um das jetzt sich vor Augen zu führen, wie wirtschaftlich ist das? Unter der Annahme, wenn ich ein Produkt verkaufe, das 3 Euro Verdienst abwirft und ich brauche 7500 Euro, damit ich mal diese Unkosten da drinnen habe, dividiert durch diese 3 Euro Verdienst, muss ich mal 2516 Stück verkaufen. Und wenn ich 25 Tage im Monat offen habe, Montag bis Samstag, muss man 100 Stück am Tag verkaufen von deinem Produkt. Sehr schwierig. Wenn ich jetzt von einem, weil ich ja hier auch oben stehen habe, Computerzubehör, neueste kosten ja nichts mehr, 6 Euro oder was so eine Maus kostet. Ne? Und wenn ich den Kuchen und Kaffee noch heranziehe, wenn ich mir nur einen Kaffee irgendwo hineingezahlt, der lang schon 2,70 Euro, kann er natürlich nicht 3 Euro Verdienst abwerfen. Daher mache ich jetzt noch eine andere Rechnung und sage, es gibt Produkte, wo er weniger verdient, das wird diese 3 Euro, sondern nur 50 Cent. So, da haben wir die Einnahmen, was er machen muss, dividiert durch diese 0,5 Verdienst, er gibt 15.000 Stück. Auf 25 Tage gesehen muss er am Tag 604 Stück verkaufen am Tag, damit er überhaupt einmal die Unkosten für ein Geschäftslokal herinnen hat. Also das ist schon eine ganze Menge. Dann gehen wir heute noch zu einem größeren Stück über, für Laptops und Computer, Smartphone, Tablets, die ja jetzt aktuell sind und ja, für die für uns Techniker. Wenn man so eine 600 Euro hier annehme, was so ein Laptop-Computer kauft, auch wieder nur, natürlich gibt es um 1500 welche und um 200 auch, ist ein Mittelwert. Ne? 5% Gewinn, das sagt 30 Euro, die EDV-Branche rechnet in der Zwischenzeit ja schon nur mehr mit 2% bis
Die 5% sind ja schon sehr hoch angesetzt, aber ich habe jetzt 5% genommen, verdient er hier mal 30 Euro pro Stück. Wiederum, diese 1750 dividiert durch diese 30 Euro, was er verdienen müsste, werden dann 251 Stück dividiert durch 25 Tage. Er gibt pro Tag, muss er 10 Stück verkaufen. So. Und alleine mit dieser Rechnungskalkulation ergibt sich ein klares Nein für zukünftige Geschäftslokale für diese Produkte, die ich jetzt genannt habe. Diese Geschäftslokale sind zum Scheitern verurteilt. So, gehen wir jetzt auf die Lage. Es gibt ja noch Geschäftslokale, wie machen die das anders oder auf was muss man eben aufpassen, dass es doch funktioniert. Hier sind alles aktuelle Meldungen, das ist nichts von vorgestern oder so, sondern wirklich aktuell. 25. Mai 2014. Gäste bleiben aus, seit die Wirtschaftszone übersiedelt ist. Das heißt, dort hat das wirklich funktioniert, da hat man Lokale gemacht, Bierbeisel, was auch immer, die sind weg, die müssen zusperren. Weil dann ist einfach die Lage nicht mehr passt. Weil hier Leute abgesiedelt sind, die nicht mehr da sind. Man hat die Kunden übersiedelt und das Geschäft bleibt alleine zurück und funktioniert nicht mehr. Daher, die Lage ist ein ganz wichtiger Punkt, um ja, ein Geschäftslokal zu erhalten. Es geht aber auch allen anderen Branchen so. Die Bank Austria, ebenfalls große Bank, schließt intern jetzt eine Filiale, weil dort war seinerzeit einmal der Schöller Bleckmann, das war das Industrieviertel, da hat es nur zwei große Firmen gegeben, Schöller Bleckmann und Premier Urban, in einem Haushalt und ihren Anarbeiter zwei abgearbeitet. Die gibt es beide nicht mehr. Und weil diese Leute ganz einfach weg sind, der Industriezweig ist weg, bleibt die Kunden aus und die Bank muss schließen, weil keine Kunden mehr da sind. Also Standort wahnsinnig wichtig. Betrifft eben die Bank und viele andere auch noch. So, außer der Lage ist jetzt natürlich auch noch das Produkt entscheidend. Was biete ich für Produkte an? Hier wiederum ein Beispiel. Beim Produkt, es ist nicht nur wichtig, was für ein Produkt ich anbiete, sondern wie viel biete ich davon an. Und hier sehen wir ein schönes Beispiel. Ja, hier ist der Biller. Also es würde mal nichts zum Aussehen. Ich würde, man kriegt alles. Man verhungert nicht, wenn man da reingeht. Man kriegt einen Knackwurst, man kriegt eine Rheumagrille, man kriegt einen Euro, man kriegt alles. Kein Problem. So, dieser Parkplatz ist leer. Da ist niemand mehr. Dieser Parkplatz hier, da sieht man, dass es der Spar ist. Der Spar, dieser Parkplatz ist bummvoll. Der hat vor zwei Jahren dort aufgesperrt, hat vergrößert, hat sein Warensortiment ganz einfach erweitert und dort gehen die Leute alle hin. Sei es jetzt, wenn bei Hitze oder Regen, das war aber in dem Fall weder noch der Fall, wie ich das aufgenommen habe, das Dach ist schon mal entscheidend, wenn es regnet, ist es ja angenehm, wenn ich dann die Ware im Kofferraum bin oder bei der Hitze steht das Auto im Schatten, wenn ich rauskomme, steige ich in keine Sau ein. Also gut, war in dem Fall beides nicht der Fall. Also die Lage, die wir vorher angesprochen haben, die Lage kann es nicht sein. Weil von der Lage her haben beide die gleichen Voraussetzungen. Ob der jetzt von links oder rechts kommt, er braucht, also vom Norden oder Süden, wie auch immer, er braucht einfach nur links abgehen oder rechts abgehen. Also in dem Fall ist entscheidend, wie groß mein Produktsortiment ist. Ist das wirklich groß? Der hat noch zusätzlich so eine Cafeteria dabei, man kann sich so ein bisschen gemütlich machen. Aber lebenserhaltend wird der Biller genauso. Also da brauche ich nicht unbedingt dorthin gehen. Aber dieses Bild zeigt wirklich ganz, ganz toll, dass die Produktvielfalt, ich möchte auswählen können. Obwohl ich sie nicht brauche, aber ich möchte auswählen können. Und hier ist die Produktvielfalt ausschlaggebend und nicht die Lage. So, Bauernstern geht weiter. Übrig bleiben nur die größeren Betriebe. Sind wir wiederum dort. Also es betrifft wirklich alle. Nicht nur jetzt die EDV-Branche, die kommen auch noch.
es betrifft den Lebensmittel, es betrifft die Bauern. Ja, auch hier kann ja klar, ich beim Nachmittag immer die Hühner zum Nachmittagslunch ausgeführt, zum Nachmittagspicknick. Meine Großmutter hat so einen Hühnerstall gehabt, aber von Hühnerstall auf den Wieshaufen führt die Hühner. Ne? Heute gibt sie die Hühner nicht mehr, die Großmutter leider auch nicht mehr. Also es bleiben nur die größeren Betriebe über, auch hier bei den Bauern. Elektroladen, wenn es genau schaut, am 14. Juni, na, am 14. Juni, heute sperrt der zu, weil hier Elektrogeräte, der Elektrobranche sperrt zu, das ist auch so eine kleine, ein kleines Geschäft gewesen, es rentiert sich nicht mehr für ihn. Technotron, den werden auch viele kennen, der hat zwar noch nicht zugesperrt, aber der hat eine Filiale geschlossen. Floridsdorf, zugesperrt, rentiert sich nicht mehr für ihn. Ich habe ihn nicht hinterfragt, warum sich nicht rentiert, aber sicherlich, es bleiben die Kunden aus bei ihm. Wir sehen dann noch bei der nächsten Folie, was wirklich funktioniert. Jeder kennt den Ditec, aus und vorbei. Die letzte Technik, Ditec-Filiale hat geschlossen. So, gut, da kann man jetzt nicht sagen, die Größe, dort hat man wirklich viel bekommen. Dort hat es sicherlich andere Umstände gegeben. Manche meinen, er hat immer die großen PC produziert und gestützt und hat dort die Kalkulation ausgebaut und hat aber übersehen, dass die Leute nicht mehr den großen PC haben wollen, sondern die kleinen Tablets und so weiter, wo die Leute das ganz einfach dann haben wollten und nicht mehr den großen PC, das er 3 Jahre vorher noch verkauft hat und seine Kalkulation da ausgerichtet hat. Und das hat dann meinen manche verabsäumt, dass er auf diesen Zug dann aufgesprungen ist. Also Produkt, ja, er hat es verabsäumt, das richtige Produkt auszuwählen. Natürlich haben wir jetzt noch diskutiert über das Management, was er gehabt hat. Also gibt es nicht nur, aber eine Variante wäre dann. So, auch wiederum eine aktuelle Meldung. Köpp. Auch der Köpp ist Freitag der 13. war gestern der Fall. Köpp ist insolvent, hat es auch verabsäumt. Jetzt sage ich mal, ja, ich glaube mich zu erinnern, dass ich schon einmal bei ihm war, da draußen irgendwo im Süden. Aber die Antwort ist in meinem Glauben. Weil ich es glaube und nicht mehr so genau weiß, ich habe mich nur mehr erinnern können, wie, ah ja, den Köpp hat es auch irgendwie und wann einmal gegeben. Man hat sehr viel wenig Werbung gesehen in den Medien. Auch hier weg. So, von der Lage her ist er nicht weiter entfernt, als wie der Haas in seiner Pyramide, nur in die andere Richtung. Nur er hat es offensichtlich geschafft. Aber ich verlasse mir nichts mehr auf die Größe, weil morgen ist immer alles anders. Übermorgen steht vielleicht der Haas an, heute steht er kurz da und morgen steht er auch so in der Zeitung. Also es ist sehr schwierig, das zu hinterfragen, wenn man die Firmen internen Informationen erkennt. So. Aber es gibt eben auch große Firmen, wo es funktioniert. Und dort sind wir wieder bei der Produktvielfalt. Der hat so viele Produkte dort und wir erhöhen auf 600.000. Wir erhöhen auf 600.000 ist natürlich eine Ansage und dort geht man gerne hin. Und ich schließe mich damit ein. Und wenn ich hingehe, sehe, dass der Laden immer voll ist. Im Gegensatz zum Technotronic, der wäre eigentlich im Ortszentrum, der ist irgendwo schon im Industriegebiet, wo man nicht so weit hingeht oder wo man durchaus 20 Minuten, eine halbe Stunde hinfährt zu dem Konrad. Also, aber es funktioniert. Es funktioniert. In dem Fall ist es nicht die Lage, sondern es ist die Vielfalt, die er anbietet dort. Und für einen Bastler gustiert man schon gerne mal herum und sagt, ich brauche zwar eh nur eine Batterie, aber schauen wir mal, was er so sonst hat. Ne? Also, funktioniert. Also in dem Fall ist es die Produktvielfalt, die er anbietet. Ja. Vor 20 Jahren waren die Einkaufszentren auch hoch modern. In der Zwischenzeit sperren die 20-jährigen Einkaufszentren in dieser Größenordnung alle zu. Ja, funktioniert immer die Größe. In dem Fall Ortszentrum, aber dennoch, es hat die Größe gefehlt, die waren zu klein ganz einfach. Donauzentrum,
super Sache. Gut, war am Montagvormittag, wo ich das auch noch habe, da war nicht viel los. Aber dennoch, ist, glaube ich, jeder kennt es, dort geht man gerne hin, weil man postiert, weil man sich das anschaut, weil man sich da oben gesehen und gesehen werden. Das heißt, ich kann mich zurückziehen, setze mich da in der Winkel und beobachte alle, wie es da rumort, wie auch immer. Also, hier geht man gerne hin, weil, jetzt schauen wir das an, das an, ich wollte mir nur einen Hosenknopf kaufen zum Einnehmen. Ne? So, aber wenn ich schon dabei bin, dann schauen wir halt mal herum, ich kaufe mir halt ein bisschen Eis und vom Fleisch auch keine Ahnung was mit. Also die Produktvielfalt ist hier auf alle Fälle gegeben. Also hat eine gewisse Größenordnung. Na, passt schon. So, jetzt kommen wir zum Personal. Personal und Ausbildung. Wichtiges Thema. Ah, ja, weg, habe ich meine Blutdruckzentrum im Mittelbrauch. Was das? Nicht so, das geht noch. Das geht noch. Für die Gesetze. Das geht noch. Als Unternehmer ist man natürlich damit konfrontiert. Ja, jedes Monat ist man damit konfrontiert, wo der normale Gehaltsempfänger gar nicht das bewusst ist. So, von der Kronenzeitung hat es am 24.05. diese Aufstellung gegeben. Und der Dame mit 2.400 Euro brutto. Ja, da gibt es dann die Abzüge von Sozialversicherung, Lohnsteuer, hat dann ein Nettogehalt von 1.617 Euro. Der Arbeitgeber muss auch nochmals 750 Euro bezahlen und damit ist einmal alles so ein bisschen, ja, eh alles normal. Hier ist anders aufgeschlüsselt. Bruttogehalt haben wir vorher gesehen, 2.400 Euro. Netto für Sie auf die Hand 1.618 Euro. So. Von diesen 1.618 Euro gehen Sie dann wieder einkaufen. Das heißt, Sie kaufen was ein, Wurstradio oder Wurstsemmel oder sonst was und Sie zahlen nochmals 20% an den Staat, an Abgaben. 20%, gut, das kann man sagen, ja, also was Sie 10% vergessen, weil auf Essen gibt es nur 10%, aber bei der Tankstelle, wo ich tanken fahre, zahle ich 20% an Steuern, 60% an Steuern. Also schon ein bisschen, ja, also auch wiederum ein Durchschnitt. Ich will damit nur sagen, die 1.600 Euro gehören nicht Ihnen, sondern da kriegt nochmals jemand mehr etwas auf die Hand. Eben 324 Euro gehen nochmals an den Staat. Vorher haben sie schon Abzüge gehabt und jetzt haben sie nochmals Abzüge. Eben die Mehrwertsteuer. So, und wenn ich jetzt die Mehrwertsteuer, die Sozialversicherung, was wir vorher gehabt haben, die Lohnsteuer, den Arbeitgeberanteil, was da alle zahlen müssen, kommen raus 1.857 Euro. 1.857 Euro. Wenn Sie also 1.600 Euro bekommen, verdient ein anderer oder andere 1.800 Euro. Und wenn man davon nur ein bisschen was auf die Bank tragt, kriegt der Staat ja noch einmal von meinen Zinsen was. Das war's, ne? Dann muss man sich dagegen lassen. Das ist schlimm. Ja. Die Rechnung. Nur wir geben ja das Geld praktisch dem Staat zur Verwaltung. Wir überlassen einem das Geld zur Verwaltung. Nur die Frage stellt sich, wird es überhaupt gut verwaltet und den Eindruck haben alle wieder? Ein klares Nein. Folgen die großen Projekte, in die Millionenbeträge, in die Flieger, in die Hypo und so weiter. Die lassen sich gut gehen, machen eigene Lohnerhöhungen. Ja, und ja. Also, man sieht, 1.800 Euro kriegen andere, wenn sie dafür gearbeitet haben und 1.600 Euro bekommen. Umbau des Siemens-Konzerns. Na, gehen wir mal zurück. Gehen wir mal zurück und machen wir eine Draufgabe. Eine Draufgabe für alle, die das jetzt verschlafen haben oder die geht nochmals 1.618 Euro zu 1.800 Euro. Andere bekommen immer mehr als sie selbst, wenn sie was arbeiten. So, jetzt gehen wir weiter. Der Umbau des Siemens-Konzerns kostet Tausende von Jobs. Ja, bedauerlich, aber wie wir schon sehen, das Personal ist das teuerste an dieser ganzen Sache. Und daher setzen dann diese, nicht nur die Manager, auch die kleinen und Mittelbetriebe beim Personal an. Und die Bösen sind dann diejenigen, die das Personal dann freisetzen.
dass der aber aufgrund der gesetzlichen Lage gezwungen ist, weil sonst hat er eine fahrlässige Dritte am Hals, wenn er das dann macht, seinen Betrieb anständig führt, sehen muss dann, das Teuerste ist der Mitarbeiter freisetzen, damit er sich überhaupt noch über Wasser erhalten kann. Und ja, also. Aber er schmeißt das seine eigenen Kunden oder was? Ja, es ist halt, ja, es ist ja schlimm. Die Situation ist nicht zufriedenstellend. So, jetzt sage ich mal, wenn wir bei unseren Geschäftslokalen sind, bei so vielen Freisetzungen stehen dann oft auch neue Firmen und Geschäftslokale, weil derjenige, der 20 Jahre dort gearbeitet hat, gar nichts anderes mehr kriegt in seinem Alter. Weil der so hoch dotiert ist, dass ihn keiner mehr nimmt. So, es bleibt ihm dann nichts anderes über, als sich selbstständig zu machen. Sei es jetzt von zu Hause, okay, ist kein Geschäftslokal, und manche machen dann doch einen kleinen Laden auf und sagen, gut, ich biete da jetzt nicht irgendwelche Endes oder Informationen oder Planungen oder wie auch immer. Also daraus resultieren dann auch ein, zwei Geschäftslokale, vielleicht sind es drei. Aber bei dem Personal, das darf man nicht außer Acht lassen, und das ist dann, wo man sagt, die Leute müssen umlernen, umdenken, weil die nächste Zeitungsmeldung, was dann kommt, heißt, bis 2016 gibt es 26 neue Kreuzfahrtschiffe und dazu werden etwa 25.000 neue Mitarbeiter gesucht. Für wie lange? Die schmeißen 12.000 raus und die suchen 25.000. Also hier ist dann aber, natürlich muss der Techniker halt dann umlernen, weil er dann einmal das Handel in die Hand nehmen muss und dann muss er halt das Ski abwischen oder so. Ne? Also die am Schiff, ja, man muss umlernen halt. Man muss dann mit dem Auto tun, habe ich die ganze Zeit das Auto da umhängen, weil ich gemacht habe, man weiß nicht, was für Zeiten das kommen. Ich habe dann das Schwellen gegriffen. Ne? So, also auch hier muss man ganz einfach überlegen oder das Positive daran sehen, die schmeißen es raus und die nehmen es. Ne? Natürlich, wenn der in Wien arbeitet und jetzt muss er aber noch Hamburg ziehen, ist das natürlich eine Hürde, keine Frage. Und da sind wir als Österreicher schon einmal sehr bodenständig, die Amerikaner, dann ist das wurscht. Er sagt, okay, packen die Koffer, fahren nach Hamburg jetzt und dort werden wir die nächsten drei Jahre bleiben. Ne? Wir Österreicher sagen immer, ja, das ist so weit und man weiß nicht, das Wetter dort ist und ich kaufe das auch nicht. So. So. Und jetzt auch eine wichtige Aussage, meiner Meinung nach. Welche Ausbildung hat Zukunft? Für euch Schüler, die da sitzt, wie hat er auch gesagt, wir gerade den Fernsehtechniker erklären, ey, das ist die Zukunft. Kann ich heute alles vergessen und schmeißen. Das ist eigentlich wurscht, was ich gelernt habe. Und das ist die Aussage. So hart es klingt, es ist besser, die falsche Ausbildung zu haben. Gut Ausgebildete werden es immer leichter haben. Für alle anderen kann es schwierig werden. Das heißt, wenn Sie schon mal einen Grundstock haben, ist es schon mal ein wahnsinnig, das ist die halbe Miete, sagt man so. Ne? Und wenn ich zurückdenke, wie die EDV-Branche Fuß gefasst hat, so in den 1970, 1980er Jahren, waren das die größten gesuchten Leute, die einen normal anständigen Beruf erlernt haben, Lagerwirtschafter oder Kfz-Lagerbe und dann umgeschult wurde auf EDV-Programmierer, aber der hat sich in seinem Fach ausgekannt und der konnte die perfekte EDV-Lösung für einen Kfz-Betrieb machen. Ein nur gelernter EDV-Programmierer, ja, hat natürlich programmieren können, aber hat die Zusammenhänge nicht erkannt. Das konnte nur jemand, wenn er einen ausgelernten Beruf hatte, sich dort aushandelt und dann jetzt zusätzlich noch dazu die EDV-Ausbildung hatte. Also eine Doppelgleichigkeit ganz einfach hatte. So, zur Ausbildung. Ausbildung, wichtiger Faktor. Ob das jetzt in Wifi passiert oder in BFI, völlig wurscht, oder viele Lieferanten bieten ihr eigenes Produktinformationen. Bitte nützt diese Möglichkeiten und oder firmeninterne Schulungen. Und jetzt behaupte ich, dass, hier sieht man die Kollegin, die was da sitzt, wenn sie jetzt hier nochmals, der Herr sagt, sie kennt sich voll aus, sie weiß, was sie hier tut. Ja, wir sind, das ist in unserer Firma, unsere Firmenmitarbeiter. Wir hatten sehr viel Wert gelegt auf die Ausbildung unserer Mitarbeiter. Und wir hatten ein internes Schulungskonzept bearbeitet dafür,
hatte ich dann eine Staatspreisnominierung bekommen, weil wir für die Mitarbeiter, aber nicht nur für unsere, sondern für alle Branchen, ein Konzept entwickelt haben, das dann auch im Wirtschaftsverlag, aber das war ganz kurz im Wirtschaftsverlag zu sehen, hat uns eingeladen und hat dann auch einen Bericht darüber gebracht, wo wir das den Redakteuren vorgespielt haben. Und ja, das war ganz einfach zuvor, danach gab es die Nominierung beim Staatspreis und wir hatten da in der Richtung, ist glaube ich auch richtig erkannt, und darum gibt es uns heute nach 30 Jahren und wir sind nicht bei den Insolventen dabei. Gut, jetzt kommen wir zum Onlinehandel. Auch das ist ein eigenes Thema, man könnte jetzt am ganzen Tag darüber reden, beim Onlinehandel, weil, was soll ich dazu sagen? Jetzt könnte man das natürlich, ich habe es nicht gemacht, das herausdividieren. Österreicher kauften 2013 5,9 Milliarden Euro. So, wer, wie, wo, wann, Österreich, welche Produkte sind das? Hätte ich das sowieso nicht um die Ecken bekommen oder schon oder ja, wie auch immer, habe ich nicht gemacht. Es ist der Onlinehandel ein wichtiger Faktor in dem Gefüge. Aber, und das ist wahrscheinlich der Grund, die Mitarbeiter werden dort wirklich mit Händen und Füßen getreten. Also wenn man sich so manche Reportagen in den Medien anschaut, die haben es nicht leicht. Und, das heißt wiederum auf unsere Kosten, wenn jemand im Internet einmal bestellt, tritt er den Mitarbeiter dort mit Füßen. Die kriegen nichts Zeug, die haben eigene Kasernen, im RTL oder vor zwei Monaten war das, diese Sendung. Die werden einkaserniert in einer Kaserne, werden in Autos abgeholt, die dürfen mit niemandem reden. Horror. Heute, das leben im 2014er Jahr und dort werden die noch einkaserniert. Und die Paketdienste, die den Paketdienst machen, DHL oder so, wurscht, gucken wir alle mit so einem Wasser. Also diese Mitarbeiter werden zu unseren Gunsten, muss man sich eben vor Augen führen, weil das Paket ja nur nicht mehr als 5 Euro kosten darf, und müssen die daher so billig arbeiten, Tag und Nacht. Also auch hier muss man sich das ein bisschen vor Augen führen, dass man zu der Situation selbst beitragen. Ob wir es wollen oder nicht, ja, das muss jetzt jedem selbst überlassen. Bequem zum Einkaufen, zum Postieren, ja, das muss jeder letzten selbst entscheiden. Der Konsument steuert alles. Genau. Der Scheiter weiß, ne? Und das muss man sich immer bewusst machen. Genau. So, die Zeit läuft schneller davon, als die Medien überhaupt drucken. Da sieht man wieder ein schönes Beispiel, dass die Technologie schneller ist als alle Printmedien. Ne? Da hat man dann Ditech noch als besten Shop bewertet, also die besten Online-Shops, Amazon. Das war aber zu einem Zeitpunkt, da war er schon in Konkurs. Also, da sieht man, wie schnell die Printmedien sind gegenüber der elektronischen Variante. Ja, Online-Shops gibt es eh ganz eine Menge, einen nur herausgezogen. Den Börn gibt es eben auch noch, das ist eben für die Elektroniker. Das ist das ungefähr, was der Konrad auch anbietet, die Warnanlagen und Eindrucksicherungen und Kameras und Hobby, Fahrrad, mit den Autos herumfahren ein bisschen, ja, das bekommt man auch beim Börl, nicht nur beim Konrad. So, Wettbewerbsunternehmen, Onlinehandel, künftig stärker unter die Lupe. Ob es was nutzt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Man muss bei solchen Zeitungsartikeln immer aufpassen. Ich habe nämlich einen anderen auch noch gefunden, habe ihn aber da nicht reingegeben, weil der war nämlich dagegen, der andere war dafür. Man muss immer das, was ich hier lese, wer hat das gedruckt und wen könnte es nutzen, muss man sich immer ein bisschen vor Augen führen, wenn man solche Artikel liest. Ob es jetzt gut ist oder nicht, wenn die Wettbewerbshüter diese Onlinehandel stärker unter die Lupe nehmen. Ja. Wenn es den Mitarbeitern hilft, weil die ja gar nicht auf Finger drehen, wird es für uns teurer. So, wenn man sagt, soll es unter den Mitmenschen besser gehen, ja, dann muss ich eigentlich selbstverständlich ja sagen, wenn ich mehr zahlen muss dafür, dann sage ich mir insgesamt, naja, ist aber schon teurer geworden. Das ist alles teurer geworden, das ist nicht so. Also, das ist schon,
Also daher immer bisschen. Jedes Ding hat zwei Seiten. Jetzt frage ich mich um. Gesetze. Gesetze ist der Horror. Der Horror, meiner Meinung nach, der Horror. Und die tragen sehr viel dazu bei, dass wir die Geschäftslokale zusperren. Es ist leider Gottes so. Kleiner Unterschreiber stellen über unter der Bürokratie was. Eine Schlagzeile. Der nächste Wahnsinn in der elektrischen Bürokratie ist, Sie sehen, das ist mehr auf alt gemacht, dieses Überkopfportal ragt in die Wiener Luft hinein und dafür muss ich Luftsteuer zahlen. Sind luftsteuerpflichtig verrechnet. Wahnsinn. Ich glaube, es sind 12 Bescheide für 3 Shops. Die Bescheide und Höhen sind verschieden. Wenn ich mir das jetzt für 9 Euro überlege, das geht sich nicht aus. Das kann sich nicht ausgehen, weil die Bürokratie dahinter, die Verwaltung, dass das jemand ausstellt, schreibt, zustellt. Ja. 12 Bescheide für 3 Shops, da reden wir um 9 Euro oder so. Das ist nicht so quasi das große Geld, das sich den Unternehmer ruiniert mit 9 Euro. Aber die Bürokratie dahinter, das ist einmal der eine Teil. Es gibt hier viele Facetten, die man hier ganz einfach ja, mit berücksichtigen muss. Firmen toben über neue Zettelwirtschaft. Damit ist der gestrige Tag gemeint, mit dem die neue Gesetzgebung eingetreten ist, ebenfalls für den Onlinehandel. Fernabgabegesetz, das Konsumentenschutzgesetz, dort fällt das alles hinein, hat man ein bisschen verbessert. Das Konsumentenschutzgesetz bleibt nach wie vor bestehen in Österreich. Hier wurden nur gleich ein paar Paragraphen modifiziert, aber auch hier gibt es sehr viel Zettelwirtschaft, die für einen Unternehmer heute halt notwendig sind. Wenn er sein Konzept auf das ausrichtet, dann ist ja okay, dann wird er das wohl schaffen. Aber für einen Unternehmer, der halt dann nur hin und wieder Waren verschickt, ist das schon eben eine große Zettelwirtschaft. So, nächste. Gesetzeswirrwarr bei Praktika. Sie werden vielleicht gar nicht so viel anfangen können mit dem Warum und Wieso. Wir hatten in unserer Firma sehr viele seinerzeit von Schulen, vielleicht ist Schule, HTLs bei uns zu Gast. Einerseits eine ganze Klasse und dann andererseits aber als Praktikum von polytechnischen Lehrgängen, um in den Firmenbereich hineinschnuppern zu können. War schon ein gewisses Risiko, wobei die gesagt haben, nein, das ist nicht so, aber der Lötkolben ist heiß und das Messer, Ständemesser ist scharf. Das nutzt halt nichts. Wir haben ja einen kleinen Kind, so greift nicht auf die heiße Herdplatte. Man muss einmal hingriffen haben, damit man es kapiert. Und genauso war das auch bei den Schulen. Ihr seid natürlich die Ausnahme. Aber die bei uns waren, waren in diesem Alter. Die haben das alle dann selbst erfahren müssen, dass das Messer scharf ist und der Lötkolben heiß. Also, und die ganz coolen, das war dann auch so, wie immer so ein schönes Erlebnis. Ich kann das nicht, da rein und da raus, und zack, hat er sich schon verbreitet. Ne? So innerlich, okay, na, lassen wir das Thema. All jene, die belehrend waren, also die sich ganz einfach schon was sagen haben lassen, die sind ohne Brandblasen dann auch rausgegangen. Und das fällt aber in das hinein, bin ich jetzt haftbar, weil ich muss ja dann dokumentieren, da kommt, wenn sich irgendwer wehtut oder mit dem Zinn, mit dem Lötspritz, zack, in die Augen rein. Und kommt dann der Arbeitsinspektor und sagt, ja, haben Sie aber die Schüler, den Arbeiter, der da unterrichtet, hat er das unterschrieben, haben Sie einen Zettel geschrieben, dass eben der Lötkolben heiß ist, ist das alles vorhanden? Wo ist die Anweisung dazu, zu schreiben, dass ein Messer scharf ist? Bleiben. Letzten ist aber zu viel versuchen. Und dann habe ich gesagt, und aus. Warum soll ich mir das antun, jemanden unterschreiben zu lassen und ihm zu sagen, schriftlich, dass ein Messer scharf ist und der Lötkolben heiß? So, da haben wir dann auch noch ein Video dazu, der geht es genauso in einer anderen Form. Und dann nachher, da sind wir bei der
Kartenbrettprogression, das fällt natürlich alles ein bisschen, das geht in sich hinein. Da sind wir jetzt wieder bei den Lohnerhöhungen, bei den Personalkosten, die kalte Progression. Der Staat freut sich über jede Lohnerhöhung, was ihr verliert. Ne? Weil der verdient mehr an dieser Lohnerhöhung, als ihr dann bekommt von der Firma. Weil der kriegt nämlich genauso seinen Anteil drauf. Ne? Also der freut sich da insbesondere und am meisten bei diesen Lohnerhöhungen. Ja, und das geht jetzt, wenn man so sagt, nicht nur in die Elektronikbranche hinein oder in die Neue, sondern es geht auch in die Sparvereine hinein. Was hat jetzt der Sparverein zu tun? Ne? So, die Gasthäuser, da hat es die Sparvereine gegeben. Da ist man einmal in der Woche hingegangen, hat einen 50er auf den Tisch gelegt und sagt so, entweder ist die Auszahlung ist im Urlaub oder zum Weihnachten. Hat dann einen Schnitzel gegeben, jeder, und es war ein geselliges Beisammensein. Der Wirt hat was verdient, weil einmal in der Woche war quasi, hat er mehr auf Umsatz gehabt und alle haben sich gefreut. Die Leute haben sich zusammengesessen, haben sich miteinander ausgetauscht. Super Sache. So, und die neuen Vereine sagen jetzt, nein, machen wir nicht mehr. Wir sperren unsere Sparvereine zu, wir machen es nicht mehr, weil § 95 macht uns Probleme. Auch der Computer jetzt. Genau. So. Das war nicht der Computer. Die Grundlage der jetzigen strengen, was ist das? Grundlage der jetzigen strengen gegenüber Sparvereinen ist § 95, Bankwesengesetz. Aus dem Jahr 93. Jetzt wird es immer mehr exekutiert. Das heißt, die Bank möchte von jedem Einzelnen, der ins Wirtshaus geht, einen 50er auf den Tisch legt, ein Passbild dazu haben. Also einen Ausweis, dass der das ist, dass der zum Wirt geht und dort nicht was einzahlt. Da reden wir vom BIN, das Bankwesengesetz, die Gauner, alle. Ne? Da geht es nicht um Millionen, da geht es um 200-300 Euro dann für das ganze Jahr oder 500 Euro. Ne? Aber, und da sagt sich der Wirt natürlich, das tut ich nicht. Was geht dem Wirten mein Personalausweis an? Und damit nichts tun, wie auch immer. Ne? Sei es jetzt, dass der Gast das sagt, oder eben der Wirt sagt, ich tue mir die Zeit, das Zentrum wird schon viel mehr an. Ne? War das normale Pausreichen? 10 Minuten haben wir noch Zeit. Ne? Welche Folie haben wir? Ja, eine Viertelstunde hast du. Eine Minute darf ich zur Folie reden. Ich weiß nicht, ob ich es durchgebracht habe. Gut. Also, gehen wir die nächste Folie. Ja, genau, machen wir. So. Was schon ist, also, dass viele Betriebe aufgeben, weil sie eben mit den Preisen, mit der Lohnsituation, mit den Preissituationen nicht mehr mit können. Das heißt, sie verlagern sich dann nachher eher nur auf die Planung zum Beispiel. Baugewerbe, da habe ich zwei Kollegen, die gesagt haben, sie hören jetzt auf, weil die Situation für sie unerträglich ist. Genau, und das ist jetzt keine einzelne Meinung, sondern das war jetzt eine Zusammenfassung, bei denen es genauso zugeht, wie Sie jetzt gesagt haben. So, unerträglich. So, Politstreit im Markt am Florida, auch wiederum so eine Geschichte. Da geht es aber nicht um die Partei. Schaut es nicht auf die Partei hin, weil es ist so wurscht, welche Partei. Es macht auch mit die und auch mit die. So, ein geplanter Markt am Franz-Jonas-Platz. Erhitzt die Gemüter. 10 Unternehmer wollen dort in ihrem Mittwoch einen Schmankelmarkt machen. Das ist die Jahrmarkt, da kommen die Bauern und stellen ihre Produkte halt aus. Ne? Doch von der MA19 und Bezirk kam jetzt ein Nein. So, jetzt kommt da noch ein Bild dazu. Nein, wollte ich noch weiterlesen. Ein zusätzlicher Gelegenheitsmarkt ist nicht die visionäre Zukunft für den Platz. Die zusätzliche Gelegenheit, also ein zusätzlicher Gelegenheitsmarkt ist nicht die visionäre Zukunft für den Platz. So der Bezirkschef. Es geht um Erscheinungsbild des Bezirkszentrums. So. Diejenigen, die das verbieten, weil es um die visionäre Zukunft geht, stellen das dahin. Prinzip genauso wie ein Jahrmarkt. Diejenigen, die eben die Obst- und Gemüseschränke anbieten, das ist nicht, aber das ist die visionäre Zukunft. Das ist die visionäre Zukunft und das ist das super und das haben wir jetzt da. Und die, gehen wir mal zurück. Und das Kuriose dabei, die
Bücherflohmärkte am Platz sind als Politkundgebung angemeldet. Politkundgebung. Ohne Mitsprache des Bezirkes. Das heißt, der Bücherflohmarkt ist eine Politkundgebung. Nur nicht auf der Zunge zu gehen. Das sind unter den Gesetzen. Dann machen wir doch die Markt auch als Politkundgebung. Bitte? Machen wir den Markt auch als Politkundgebung. Dann hat genau, Markt als Politkundgebung. Ne? Horror. Ne? Also das versteht keiner so wirklich. Ne? Kaufrätes. Was muss man eben tun, damit ein Geschäft, dass man hingeht? Man muss Kaufrätes schaffen. Und sei es, dass man den Hund nur ganz einfach ein Hundeleckerli gibt. Natürlich den Hund, nicht sein. Also, und die Kinder nicht Hundeleckerli. Ein Hundeleckerli. Der Hund muss sich freuen und wenn sich der Hund freut, freut sich das Herrl auch dazu. So. Oder Handwerkskurse, Tanzabende im Café, Vorführungen im Einkaufszentrum. So, Vorführungen im Einkaufszentrum, Handwerkerkurse für Frauen. Baumarkt bietet das an, zusätzliche Erlebnisse schaffen. Jetzt kann man meine Frau in den Heimwerkerkurs schicken und ich einfach hier. So, die Kaufelebnisse schaffen. Jeder kennt das Herrn Donnerzentrum. Hier war natürlich nicht viel los, aber jeder kennt es zum Advent oder was auch immer, gibt dann hier irgendwelche Attraktionen. Ne? Da für Spielerei, Zauberer oder was haben wir jetzt wieder unser Wasser, der übernachtet zufälligerweise bei uns, die Wasserwelten oder so. Gut. Auch für in G3 hat er das, führt er das auf. Gut. Also hier muss ich Erlebnis finden. Die großen Einkaufszentren machen das. Also nicht nur die Lage, wo wir sowieso vorher gesehen haben, zusätzlich noch Erlebniswelten schaffen. So, die haben Kaffee, wie der aufgemacht hat, hat er mir jeder gesagt, das wird er nicht lang durchmachen. Man sieht das jetzt nicht, 15 Jahre steht da. 15 Jahre heute schon durch. Ja, ob das jetzt da diese zusätzlichen Dienste sind, weil er immer um 5 Uhr anbietet, immer am Sonntag oder da einen Tanzabend dann, er bietet zusätzlich noch was an und er bietet Erlebnisse, er schafft Erlebniswelten. Wie immer die auch ausschauen, das muss ich bei jeder für sich entscheiden. Aber das sind Erlebnisse. Ich gehe nicht nur wegen den Kaffee hin, weil den Kaffee kann man daheim anbauen. Da brauche ich nicht ins Kaffee ausgehen. Aber ich will ja, wenn ich mir denke, na, noch zusätzlich was erleben zu meinem Kaffee. Zu Hause kriege ich dieses Erlebnis nicht. So, was muss man verbessern? Was muss man verbessern, damit es überhaupt funktioniert? Auf alle Fälle die Gesetze. Die Gesetze. Sonst funktioniert das nicht. Mit jedem Gesetz im Jahr, 8 Jahre, 1960 bis 1968, gab es 3122 Gesetze. Neue Gesetze. Sieht man, dass die Politiker auch so erlebt. Ja, aber lauter Blödsinn. 40 Jahre später, also von 2000 auf 2008, gab es nicht. Aber nochmals zusätzlich 7.284 Gesetze. Und Gesetze, die wirklich nur den viele ärgern, unnötig sind und wenn auch immer die zuträglich sind, aber nur nicht dem Volke. Hier, Schikanen. Was gehört noch dazu? Schikanen aufhören. Das ist ein kleines Bistro-Lokal. So, das geht, sieht man jetzt da leider Gottes nicht so sehr. Aber ich erkläre es, Da gibt es ein Fenster mit Fliegengitter. Das muss der haben, weil da drinnen ist die Produktion, da tut er die Kekse backen und die Semmeln und Brot. So. Das ist die Produktion. Da oben war ein Stückchen von dem Fliegengitter runtergerissen. Für das runtergerissene Fliegengitter, so fast groß, wurde er mit 70 Euro bestraft. Weil da kann ich jetzt eine Fliege reinfliegen. Und das darf nicht sein. Aber die Türe, der Eingang zu dem Lokal, drin ist dann wiederum eine Verbindungstür, die ist sowieso offen, aber die Eingangstüre zu dem Lokal darf natürlich offen sein. So, also ich weiß nicht, wie ich den Fliegen jetzt das Fliegenverbot da jetzt noch rein, sie da eine Tafel raufhängen, Fliegenverbot eigentlich verboten oder so. Also war kein Problem, diese Türe offen zu haben, aber da das Ecker Fliegengitter könnte ja eine Fliege reinfliegen und da bei der offenen Tür fliegt natürlich keine Fliege rein. Nein, aber das war sicher kein Problem, das Fliegengitter zu schließen, oder? Oder eh dann, man hat das und das ist ja wahrscheinlich auch nicht passiert von heute auf morgen,
und dann schon einige Zeit. Und wenn er die Gesetze kennt, dann repariert er sowas, dann der Sport. Ja, aber es geht um die Sinnhaftigkeit. Das versteht keiner. Ja, das versteht keiner. Da kann man 2 Quadratmeter offen haben, da fliegt die Fliege rein und da, wo es nicht fliegt, da, das ist die Sinnhaftigkeit. Es geht um die Sinnhaftigkeit. Wenn man ein Gesetz versteht, dann ist es klar, dann verstehe ich, dann habe ich gesagt, ja gut. Aber bei also er und ich und andere auch haben das als Schikane empfunden. Und die Antwort war von den Magistratsbeamten, wir lassen uns doch auch ein bisschen Geld zukommen. Der macht sich ja selber ins Fäustchen und sagt, das ist ein Witz, was ich da tun muss. Ne? Aber weil es das Gesetz so verlangt, muss er 70 Euro kassieren, damit er jetzt ein paar das Schlimmgitter heranzumachen. So, ein weiteres. Dunzen hat Frau Völker Post mit Empfehlung der Unfallversicherungsanstalt bekommen, wie sich Ärger mit dem Arbeitsinspektorat erspannen will und dieses Schreiben ernst. Ich lüge für Tonerpatronen und Putzmittel die Sicherheitsdatenblätter besorgen und vor Ort aufbewahren. Für Tonerpatronen. Für Tonerpatronen. Sprich, wir haben hier einen Drucker. Meine Mitarbeiter sind aber volljährig. Ja. Wir werden die Druckerpatronen nicht finden. Das, was ich vorher gesagt habe. Ja. Zettelwirtschaft ausfüllen und ich darf die Druckerpatronen nicht trinken. Ja. So, und mit sowas wird man ganz einfach schikaniert. Darf ich dazu nur etwas sagen? Ja. Das sind ja Dinge eigentlich, was den Produzenten oder den Lieferanten vom Handel betreffen. Der erzeugt ja dann Sicherheitsdatenblätter. Der Handel wird ja nicht belastet damit, sondern der gibt es weiter, was er von seinen Produzenten bekommt. Nein, das Arbeitsinspektorat kommt und sagt, Sie verwenden eine Druckerpatrone, die müssen die Leute, ihre Mitarbeiter instruieren, damit diese Druckerpatronen nicht getrunken werden dürfen. Ja, da gibt es ein Sicherheitsdatenblatt, was teilweise. Ja, aber die Sinnhaftigkeit, wie Sie sagt, wir sind erwachsene Personen, sind mündig, oder was sagt, ist jemand von euch schon auf die Idee gekommen, so Druckerpatronen zu trinken? Wer einen Durst gehabt hat. Aber ja, ich gehe frühstücken und nehme mir ein Messer in die Hand. Schneide den Finger, ja, daraufhin bekommt er eine Klage, hat mir das Messer gegeben, ohne den Hinweis, möglichst schriftlich, dass man sie mit dem Messer schneiden kann. Das ist doch schon gesagt durch. Das ist ein amerikanischer Verhältnis. Ja, das ist ein Amerikaner. Dann sollen wir weiter, 3 Minuten haben wir. 3 Minuten haben wir. So, zukunftsträchtige Symbiosen. Das hat es vorher schon gegeben. Mit Google, mit dem Tankstellenjob, die Arztpraxis, da weiß man nicht, wie das ganz einfach funktionieren wird. Die Fleischer dürfen auch warme Speisen, das habe ich jetzt eh schon 10 Jahre her mitverkaufen. Die Trafiken mit Postjob, die Post mit Papierbrot, das ist ja auch gerade Wahnsinn. Die Post lagert aus und nimmt aber, wenn man so in der Postamt geht, jetzt diese Kuverts und Papiere und sonst was hinein. Und Trafiken verkaufe ich auch nichts anderes, als wir eben eigentlich in einem Markt diese Kuverts und diese Billets und nehmen aber jetzt den Postshop dazu. Also ohne den nicht leben können. Die Post kann ohne Papier nicht leben und die Papiere können ohne Post nicht leben. Das ist ja auch schon ein bisschen so. Da muss ich überlegen, warum und wieso. Ne? So, die Bäcker mit Fleischer. Genau, man sieht da, die kooperieren auch, der Dünkel mit dem Mann, der miteinander auch da, mit dem Paratarzt und der Mann sind miteinander, das schafft eine Symbiose, hat es vorher auch schon gegeben. Beim ersten Bild aus dem Jahre 1905, ich habe es nicht angesprochen, vielleicht ist es mir aufgefallen, der hat nicht nur ein Wirtshaus gehabt, sondern der hat auch Schmiede gehabt. Eine Schmiede gehabt, natürlich für die Post, die Wegen, die vorbeikommen sind. Ne? Also auch der hat Symbiosen bereits geschaffen, seinerzeit. Ne? Und wenn man jetzt zurückdenkt, vor 20 Jahren hat jedes Gasthaus am Land eher noch so ein bisschen an Fleischereibetrieb gehabt. Ne? Auch hier an Symbiosen. Was wird gebraucht und angeboten? So. Also nichts Neues, diese Symbiosen. Aber offensichtlich geht es nicht anders. Und die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und hoffen, dass sich etwas ändern wird. Mhm. Leider machen das zu viele. Hallo. Ja, danke. So, und alle klagen, und das ist jetzt noch ein bisschen 8 Minuten dauert, der Film, aber es ist ja... Auf dem Hof hat 2011 insgesamt 599 Ideen geliefert. Für den Präsidenten ist es längst eine Zeit, Entscheidungen zu treffen. Das Problem, das wir haben, ist das, dass es eine kritische Linie der Zeit
vielen anderen Arbeitsgruppen, denen es gemangelt hat, an der klaren Zielsetzung seitens der Politik. Die Kommissionen gab es genug und Vorschläge gibt es auch genug. Es geht jetzt darum, dass man Entscheidungen trifft und das kann eine solche Kommission der Regierung nicht abnehmen. Warum gründet man sie dann? Um von der eigenen Unfähigkeit Entscheidungen zu treffen abzulenken, denke ich. Es wird wieder viel Zeit verloren gehen, mindestens ein halbes Jahr. Die würden helfen, da gibt es eben nicht nur eine Chance, das ist eine zweite Variante. Auch die haben das erkannt, dass so ein überdachter Gehsteig, so ein überdachter Bereich Vorteile hat. Sei es jetzt vom Schneeräumen her, wenn es regnet, die Leute laufen nicht davon, sondern die können, wer braucht das, was er draußen steht an der Trägerung. Also würde Vorteile bringen. So, und ein Gassengeschäft der Zukunft. Was ist vorher mal gesagt? Nein, kalkulatorisch, aber was hat jetzt in Zukunft noch für ein Gassengeschäft? Der Spezialist, wenn er sich auf irgendetwas spezialisiert, hat er eine Möglichkeit. Dinge, die fallen sowieso rein, weil den Friseur kann ich nicht im Onlinehandel bestellen. Ja, bei Rücken kann er bestellen, okay, wäre eine Möglichkeit. Aber die Schuhreparatur kann ich auch, aber das Auto in die Werkstatt zu stellen, das geht schon mal nicht. Das Auto kann ich nicht wegschicken im Onlinehandel, repariert es und dann schickt es wieder zurück. Holzschnittbäcker, Würstelstand, Bauern, haben auch schon behandelt. EDV hat auch sehr gute Chancen, als Spezialist irgendwo eben tätig zu sein, also der hat Zukunft. Das Produkt haben wir auch behandelt, nur im Geschäft mit großer Auswahl, das ist hier das Problem. Man braucht dann doch ein bisschen Geld dazu, damit man so einen großen Raum mit Produkten füllen kann. Und auch von Produkten, die Schuhe und Autos, Marmorsteine, Luster, Möbel, Elektronik, Ärztepraxen, Lebensmittel, ja, was auch immer. So, und Kauferlebnisse schaffen, haben wir vorher auch schon mal abgehandelt ein bisschen. Egal wie dieses Kauferlebnis ausschaut, das muss nicht teuer sein. Ich habe gesagt, das Hundeleckerli, vielleicht gibt es ein Menschenleckerli, habe ich noch nicht gesehen. Kinderleckerli, du kannst das schon machen. Nein, die ein Kind war, ein Kind. Und wir Wurst einkauft haben, wir haben immer Wurst genau. Zum Kosten gekriegt. Das oder die Apotheke. Nein, die Sarah sagt immer, geh mal in die Apotheke, ich will nicht Zuckerli, ich brauche nichts. Ich muss in die Apotheke gehen. Also Leckerli schaffen, schon drauf weiter. Also was sind diese drei? Spezialist, Produkt und Kauferlebnis. Das ist eigentlich das Conclusio, das Wichtigste, ne? Wenn wir jetzt so schnell sind. Und die Kraft des Kleinen gibt Hoffnung. Also was wir jetzt von den Kleinen ganz einfach jetzt so kritisiert und ein bisschen negativ dargestellt haben, gibt Hoffnung. Alles hat ein Ende, 5 Minuten Überzug. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Und wünschen noch für den weiteren Tag angenehmen, informativen und unterhaltsamen Aufenthalt im Computercamp Nummer 14. So, wir danken für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen noch einen schönen Abend und mit dem Kabarettabend meine ich, weil da ist es ein bisschen Highlight, dann gibt es noch die vielen, vielen Vorträge, die wir auch noch anbieten im Rahmen dieses Computercamps. Nutzen Sie diese Gelegenheit, gibt es nur heute in diesem Jahr und einen schönen Aufenthalt im Computercamp. Der Kamera, dass ich einbinden bin. Ne? Danke. Danke.